Guti, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Tooie. Das letzte Mal war ich doch ein bisschen enttäuscht, dass die Stop-and-Swap-Gegenstände nicht angezeigt wurden. Das lag daran, dass ich Banjo-Kazooie Schraube locker noch nicht angespielt hatte. Deswegen waren damals die Dinger nicht freigeschaltet. Ich habe die Cheats benutzt bei Banjo-Kazooie und mich gewundert, dass ich nicht gespeichert habe. Sodass das natürlich auch hier bei Banjo-Tooie nicht angezeigt wurde. Das ist jetzt aber der Fall. Ich bin nochmal hingegangen. Erst habe ich Banjo-Kazooie Schraube locker gespielt. Dann bin ich zu Banjo-Kazooie zurück und anschließend habe ich die ganzen Dinge dann wieder eingesammelt, so wie wir es eigentlich auch in der Bonusfolge gemacht haben. Sehr schön, diesmal hat es funktioniert. Wir gehen jetzt wieder zurück ins Spiel und damit runter in die Klunkerkluft-Mine, so wie wir es vorhatten, und werden dann später nochmal zu Helga, der Henne, gehen. Und da vorne haben wir schon die erste Cheeto-Seite. Na hallo, die will ich aber haben. So, sieht's gut aus. Dankeschön. Endlich, du hast 5 Seiten. Komm zu mir, ich bin in Gruntis altem Versteck im Spiral Mountain. Dann verrate ich dir den ersten Cheat. Dankeschön. Das ist aber lieb von dir. Was? Nein, ich will keine Schuhe. Danke. Das sind andere Schuhe, die müssen wir erst noch erlernen und deswegen sind wir hier. Obwohl, nein, deswegen nicht. Wir sind aber hier, um das ein oder andere zu lernen. Au! Der muss sterben, der muss baden gehen. Und ich höre schon einen Globo. Da ist er ja. Guten Morgen. Schön, dich gefunden zu haben, mein Freund. Du bist auf jeden Fall jetzt auf meiner Seite. Wir gehen erstmal hier hinten hin. Ich weiß ja nicht, wo wir als erstes hingehen sollten. Ich habe mir noch gar keinen Plan gemacht. Wir gucken uns die Klunkerkluft-Mine so gut es eben geht an und nehmen natürlich so gut es eben geht alles mit. Fuel Storage. Okay. Hier wird nachgeladen. Hier gibt es aber offensichtlich nicht viel. Bisschen TNT, ja, warum auch nicht. Für den Fall, dass wir noch ein paar Gänge sprengen müssen. Piep, ich bin in dieser Mine eingeschlossen, weil der Tunnel blockiert ist. Piep. Wieso ist der Tunnel blockiert? Wer hat ihn denn blockiert? Mensch, da kommt ja keiner durch. Dann gehe ich da auch nicht weiter. Und offensichtlich erwartet uns hier nicht viel, nur ein paar Noten. Man könnte jetzt hier noch tauchen. Bringt mir das was? Muss ich hier im Wasser rein? Nö, ich muss nicht ins Wasser. Alle tut. Gut, dann gehen wir wieder. Ja, er ist auch wieder da. Na dann, ist ja alle tut. Hier haben wir einen großen Stein, den kriegen wir noch nicht weg. Den kriegen wir auch mit Granateneiern nicht weg. Gut, dann machen wir jetzt erstmal was anderes. Dann laufen wir jetzt erstmal den Schienen nach. Ach, Scheibenkleister. Machen wir gleich das hier mit dem Schalter und dann ist gut. Dann haben wir das hinter uns. Achso, habe ich die Transportfläche schon freigeschaltet? Ja, habe ich. Gut, auf geht's. Meine Lieben, die Turnschuhe kennen wir noch aus Banjo-Kazooie. Einfach ganz schnell laufen. Los! So, und der Schalter zeigt uns jetzt genau an, wo wir hin müssen. An den ganzen Noten vorbei, den Fluss entlang, das Schöne ist, mit den Schuhen können wir auch übers Wasser laufen, wenn wir uns denn beeilen. Und dann hinten rein, dort öffnet sich das Gitter. Da will ich hin. Und zwar so schnell wie möglich. Wir haben nur ein paar Sekunden Zeit. Wir können noch abkürzen, indem wir hier einfach oben rüberlaufen. Ich weiß gar nicht, ob das schneller geht, als wenn wir übers Wasser laufen. Ich sehe nix. Yeah. Und wir haben es geschafft. Wie immer. Ich möchte nicht zu weit runterfallen. Danke. Oh, ich brauche das Puzzleteil. Dankeschön. Und dort unten ist ein Stein. Den Stein müssen wir nachher wegmachen. Das dauert noch eine Weile, bis wir da irgendwas lernen. Ich muss mal gucken, ob hier noch irgendwas drin ist. Vielleicht eine Cheeto-Seite. Nein. Okay. Na gut. Dann dürfen wir jetzt runter. Komme ich hier rüber? Ja, sieht gut aus. Wo kommen wir hier hin? Jeha. Dankeschön. Wo bin ich? Was mache ich hier? Und muss ich hier überhaupt hin? Das sind die Fragen aller Fragen. Dum, 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 dum.
Man sollte sich bei Banjo-Kazooie überhaupt keine Sorgen machen, wenn es darum geht, mal das ein oder andere liegen zu lassen. Das ist wirklich überhaupt nicht schlimm. Darauf ist das Spiel ausgelegt, dass man eben mehrfach in die jeweiligen Gebiete zurück muss. Ich frage mich auch, wann ich hier mal ankomme. Irgendwo. So langsam mache ich mir nämlich Sorgen um meine Luft. Ach, guck mal. Ein Puzzleteil. Jeha. Dum, dum. Ja, jeha. Damit haben wir tatsächlich ein Puzzleteil gefunden. Und das hier mitten in den Röhren. Sehr interessant. Sehr interessant. Gucken wir uns noch woanders um. Ich möchte möglichst alles sehen, alles entdecken. Hier scheint wirklich nichts zu sein. Da geht auch kein weiterer Gang lang. Gut, dann gehen wir hier wieder zurück. Weiter nach rechts geht's nicht, also gehen wir wieder nach links. Wir haben vorhin alles gesehen, was rechts war. Jetzt gehen wir überall links lang. In der Hoffnung, hier noch irgendwas zu finden. Ich glaube, das ist der eigentliche Eingang in diese Höhle, wo wir ja später erst hin sollten. Ja. Hier haben wir definitiv noch nichts zu suchen. Aber ich kann ja mal versuchen, das Haus in die Luft zu jagen. Würde bloß nicht so viel bringen, oder? Nee. Gut, dann gehen wir wieder. Dann haben wir das abgeschlossen, bevor wir es abschließen sollten. Auch nicht schlecht. Das heißt, wir können jetzt eigentlich dorthin zurück, wo wir hergekommen sind, und da noch den anderen Gang entlang. Das ist praktisch. Noch ein paar Eier, jo, nehme ich auch mit. Oh, hier ist sonst nichts. Das ist aber sehr ungewöhnlich. Für Banjo-Kazooie-Verhältnisse. Zumindest Federn hätte ich da hingepackt. Ja, wir sind ja auch nicht bei Banjo-Kazooie, ne? Wir sind ja bei Banjo-Tooie. Da geht's nicht lang, da auch nicht. Ist klar, da waren wir eben. Fahren wir mal hier rum. Und schon sind wir wieder da, wo wir einstmals herkamen. Wo wir zwar kein Puzzleteil finden, aber wir kommen woanders hin. Ist auch schön. So, den Rest in der Wasserfallgrotte, den holen wir später. Jetzt gehen wir erstmal hier raus und gucken, wo wir dann erscheinen. Eine neue TNT-Box. Aha, sehr interessant, ja. Du mich auch. Jolly Rogers Lagunenwasser. Mhm. Für Banjo-Tooie und Banjo-Kazooie-Fans, ihr werdet wissen, was damit anzufangen ist, beziehungsweise wo das nachher gebraucht wird. Da stehen noch Pilze rum. Wo auch immer die Pilze da hingesetzt hat. Hier geht's nicht weiter nach oben. Wir können es so nochmal probieren, aber nee. Eine Möglichkeit besteht nicht. Es ist auch nichts irgendwie zum Langhangeln oder so. Wir sind hier ganz umsonst jetzt hoch. Okay, dann gehen wir erstmal hier ins Wasser. Man hört immer, wenn ich zu doll drücke. Das habe ich bei Banjo-Kazooie gemerkt. 200 Noten haben wir jetzt schon. Juhu. Ja, ich glaube 60 Noten hatten wir schon im Hexoland, ne? In Grundhildas Reich. Grundhildas Reich von Banjo-Tooie. Ach, guck mal, da oben ist ein Jinju. An die kommen wir nicht mal ran. Ja, da müssen wir anders ran. Aber die Seite, die gönne ich mir. Dankeschön, damit haben wir 6. Ja, ist nicht schlimm. Wir stehen gleich neben einer Box, die noch weitere wunderbare Honigwaben für uns hat, damit wir auch ja nicht sterben. So, du bist mir relativ egal. Wir gehen weiter. Bin gespannt, was sich hier befindet. Also sehr viele Gänge, sehr viele Ausgänge vor allem auch. Na, schon interessant. Hier haben wir wieder eine Transportplatte. Perfekt. Au! Die Viecher sind cool. Und das ist eine Mumbo-Platte, meine Lieben. Hier kann er Levitation walten lassen und den Stein...
dann in das Haus bringen. Es dauert eine Weile, bis wir das machen können. Vor allem müssen wir dann noch einen Globo finden und Mumbo finden und Noten finden. Vor allem Noten, damit wir dann auch gleich die nächsten Dinge lernen können. Oh, guck mal, ein Puzzleteil. Da kommen wir so nicht hin. Die Möglichkeit besteht nur mit Sprungschuhen, die wir zwar hier drin haben, aber die Funktion davon lernen wir erst später. Yeah! Au! Ach Gott, nee, du bist cool. Ich mag dich. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Okay, hier haben wir noch nichts zu suchen. In der Giftgashöhle. Da gehen wir später nochmal hin, wenn wir denn unseren Move gelernt haben. Jetzt muss ich erstmal Yamyas suchen. Wo war der denn? Gott. Vielleicht ist er ja in der Höhle da vorne. Da war auch noch ein Eingang. Ach, guck mal, das ist die Hütte, die wir eigentlich in die Luft sprengen mussten, um dorthin zu kommen, wo wir schon das Puzzleteil gesammelt haben. Auch nicht schlecht. Ja gut, haben wir schon hinter uns gebracht, brauchen wir nicht mehr hin, alle gut. Auch wenn ich das wahrscheinlich trotzdem freisprenge, weil ich nachher sowieso verzaubert durch die Gegend laufen muss. Als was wir uns diesmal verwandeln und in was wir uns verwandeln, das sehen wir erst später. Wir sehen jetzt hier schon wieder das Tippi von Humba Wumba. Das heißt, wir sind wieder am Eingang der Welt, da wo wir ursprünglich angefangen haben. Wir sammeln jetzt hier erstmal die Noten ein. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Optionen und dort dann Einstellungen. So, die Soundeffekte machen wir mal leiser, die Musik lauter und dann ist gut. Wir sind eh noch laut genug. Ach, diese Musik, die verfolgt mich wirklich ein Leben lang. Man wird sie auch nicht wieder los. Habe ich hier gerade einen Ginger gehört? Aber ich glaube, der ist auf den Schienen noch unterwegs. So, gucken wir mal hier rein. Hallo, wer bist du denn? Du siehst ja so traurig aus. Tag auch. Wer bist du? Mein eigentlicher Name ist Bill. Ich wette, dein Beiname hat etwas mit Gold zu tun. Wie ist dein Beiname? Goldklumpen Bill? Klondike Bill? Nichts davon. Goldbarren Bill ist mein kompletter Name. Dachte ich es mir doch. Und wie sieht's aus, Bill? Meine freche Partnerin, die Bertha, wollte nach Gold suchen und ist seitdem nicht wieder aufgetaucht. Aber das ist schon lange her. Wir werden mal nach ihr Ausschau halten. Moment mal, Banjo. Unsere Mühe soll sich doch auch lohnen. Du hast recht. Bekommen wir einen Preis, wenn wir sie finden? Ihr Stadtmenschen seid alle gleich. Wo steckt sie bloß? Quietsch. Ich bin sicher, dass ich durch einen Tunnel herkam. Ja, und ihr seht schon, wir müssen tatsächlich den Tunnel freimachen, damit Dilberta hier wieder durchkommt. Das ist der Gang, durch den wir Dilberta dann durchführen können. Aber es dauert noch. Jetzt gucken wir erstmal nach dem Move von Yamyas. Muss ja gleich hier irgendwo in der Nähe sein. Wahrscheinlich sogar hier oben. Na, perfekt. Hallo Yamyas, für den wir gerade mal 85 Noten brauchen. Das macht Zertrümmern erst richtig lustig. Hör gut zu, sonst wird es frustig. Spring hoch in die Luft und halte dann LT oder RT und Kazooie wird zum Bohrer, wie nett. Ja, früher war es Z, deswegen hat sich das darauf gereimt. Weggetreten! Ja, dementsprechend haben wir jetzt die Möglichkeit, den Bohrer einzusetzen und damit kriegen wir selbst die größten Steine einfach so zerdeppert. So muss es sein, so ist es fein. Dankeschön. Eine leere Honigwabe schon mal für uns. Perfekt. Wir werden Dilberta später holen, wenn wir hiermit fertig sind mit diesem wunderbaren Abenteuer in der Klondike-Bill-Mine. Klunker-Kluft-Mine. Ah, noch mehr Noten. Wir brauchen jede einzelne davon. Der Mineneintritt ist hier vorne. Und wieder eine Teleportationsplatte. Perfekt. Hier noch was? Nö.
Hier scheint auch kein Globo in der Nähe zu sein, ne? Diesmal ist er auch nicht mit im Haus drin. Oder hast du hier oben einen versteckt? Nö. Mumbo ist aber wach, der schläft diesmal nicht. Gott sei Dank. Ist mir immer so unangenehm, andere Leute aufzuwecken. Wie sieht's bei euch aus? Da ist ja der Globo. Hallo Globo, geht gleich los. Muss bloß einmal ganz kurz hier alles aufmachen. So. Dankeschön. Jetzt haben wir schon zwei Stück. Einen für Humba Wumba, einen für Mumbo, Mambo Jumbo. Ein schwarzer Jinjo, ja, ich komme gleich. Geht gleich los. Bloß einmal was gucken. Hier kommen wir jetzt auch durch. Aber wo sind wir hier und was machen wir hier? Muss ich hierher? Ja, ich muss hierher. Hier brauche ich die Trennplatten, die haben wir noch nicht. Ach, verdammt. Gut, dann kann ich dieses Abenteuer schlecht machen. Können ja trotzdem mal gucken, wie es aussieht. Genau. Hier müsste man im Prinzip, ich meine, wenn man das hell genug macht, den Bildschirm hell genug macht, dann müsste man das eigentlich sehen können. Also so ein bisschen was kann ich sehen. Ansonsten hat man die Möglichkeit, mit den Trennplatten hier dann herzugehen und das Ganze zu holen. Da vorne ist ein Puzzleteil. Es geht nur um ein Puzzleteil. Also wir können es ja mal versuchen. Dann schalte ich einfach mal, nee, den Bildschirm jetzt heller schalten, das würde zu lange dauern. Aber ich kann von einer Platte zur anderen springen. So, ich glaube, die andere war da vorne, ne? Ich sehe nichts. Ihr seht wahrscheinlich mehr, ihr habt eine andere Helligkeitseinstellung als ich. Ist die da vorne? Ja, ich sehe was. Da. Okay. Jetzt muss ich irgendwie wieder hoch. Oder noch tiefer? Noch tiefer. Okay. Theoretisch würde jetzt einer nämlich auf der Lampe stehen, während der andere versucht, das hier alles zu durchlaufen. Aber wir machen das einfach anders. Wir können das anders. Wir sind halt super geil.